Es ist wieder soweit. ZDF hat mal wieder einen rausgehauen und zwar zum Thema Frauenhass in der Gaming-Szene. Dabei ging es natürlich auch um die Thematik rund um Shurioka. Und es ist wirklich unfassbar, wie schlecht und einseitig hier berichtet wurde. Ich verstehe wirklich nicht, wie ein ganzes Team einen so schlechten Beitrag produzieren kann. Und das Ganze wird natürlich von unseren GEZ-Gebühren finanziert. Ich wollte an der Stelle auch einen Blick in die Kommentare werfen, geht aber nicht, denn diese sind deaktiviert, wen wundert's. In diesem Video werde ich es vermeiden, Ausschnitte einzublenden, deshalb schaut euch bitte das Video auf dem ZDF-Kanal an. Es fängt damit an, dass Shurioka mal dazu aufgerufen hat, das Spiel von J.K. Rowling zu boykottieren, weil diese Dame transfeindlich sein soll. Und es wird ernsthaft so dargestellt, als würde man Shurioka deswegen haten. Hey Kumpel, bist du aus Blödmannshausen? Der Screenshot ist von 2022 und natürlich wird Shurioka deswegen nicht gehatet, denn jeder kann seine Meinung zu gewissen Spielen äußern. Der Hate begann meiner Meinung nach da, wo sie angefangen hat, auch gegen Gronkh zu schießen. Ich meine, Gronkh wurde als transfeindlich dargestellt, nur weil er ein Spiel gezockt hat und Folgendes dazu sagte. Es ist mir einfach egal. Darf es mir egal sein? Bin ich dann ein schlechter Mensch, wenn mir J.K. Rowling egal ist? Muss sie eine Rolle in meinem Leben spielen? Also scheinbar darf ihm die Thematik nicht egal sein. Ich bin der Meinung, und da sehen auch viele andere so, dass du nicht automatisch transfeindlich bist, nur weil du irgendein Computerspiel spielst. Das ist doch absurd. Ich meine, er hat weder jemanden attackiert, noch beleidigt oder runtergemacht. Gleichzeitig wollte er sogar diese Streaming-Einnahmen an eine Organisation spenden, die diese Menschen auch supportet. Oder macht es mehr Sinn, wenn wir das zum Beispiel spielen? Und wenn wir das spielen, sammeln wir eigentlich die ganzen Donations zum Beispiel für bestimmte Organisationen. Komischerweise wird dieser Teil im ZDF-Beitrag komplett weggelassen. Ich persönlich feiere es übrigens, wie Gronkh auf diese Thematik reagiert. Das ist mal wieder Peak Miso-Soup. Außerdem wird ja auch gar nicht darauf eingegangen, warum J.K. Rowling überhaupt transfeindlich sei. Auch über ihre Person wird nur einseitig berichtet. Denn dass J.K. Rowling auch Gutes getan hat, wie beispielsweise eine Organisation für Frauen gegründet hat, die von sexueller Gewalt betroffen sind, wird hier gar nicht erwähnt. Dann ging es weiter mit dem legendären Gaming-Spielpreis. Und es wird ernsthaft so hingestellt, als würde man Shurioka nur haten, weil sie als Frau diesen Gaming-Spielpreis gewonnen hat. Da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. All die anderen Dinge, wofür sie wirklich gehatet wird, kommen hier gar nicht drin vor. Ich meine, real talk, niemand juckt sich für diesen Preis. KuchenTV hat das auch nur einmal in einem Cake News erwähnt, also er hat nicht mal ein Video darüber gemacht. Außerdem wird häufiger das Geschlecht in den Vordergrund gerückt und öfter erwähnt, dass Shurioka eine Frau ist. So ein Drecksgeschwätz. Das ist kein Drecksgeschwätz. Das ist Drecksgeschwätz. Hass auf Frauen lohnt sich bei Twitch und YouTube viel, viel mehr, weil Shurioka eine Frau ist. Nur damit man wieder dieses Narrativ hat von toxischer Männlichkeit und dass Frauen in der Gaming-Szene gehatet werden. Obwohl das in dem Fall halt auch nichts mit der Shurioka-Thematik zu tun hat, denn sie wird nicht gehatet, weil sie eine Frau ist, sondern wegen diesen ganzen Aktionen, die sie gebracht hat. Wie auch immer, im ZDF-Beitrag blenden die auch einen Ausschnitt aus KuchenTVs Diss-Track ein. Guck auf deine Attitüde. Dank der schwachen Füße entgleisen deine Charakterzüge. Denkst du, dass du mir in dieser Streitigkeit die Meinung geigst? Jetzt ist der Zeitpunkt reif, um für dich heißt es wieder 9 zu 5. Hat das Schicksalsschlag für deinen Twitch-Kanal. Du hast keine eigene Meinung, du schwimmst nur mit dem Strom wie ein Zipfel. Der Diss-Track kam im August 2023 raus. Und da ging es doch schon lange nicht mehr um den Gaming-Preis und trotzdem wird so getan, als wäre der Gaming-Preis der Auslöser dieses Diss-Tracks. Dabei waren ganz andere Aktionen der Auslöser für den ganzen Hate, wie beispielsweise die Gronkh-Thematik oder auch die Geschichte mit Alpha Kevin. Denn dieser wurde für 2 Tage auf Twitch von der Shurioka-Bubble gebannt. Stellt euch vor, ihr versucht trotz dem ganzen Mist rund um Shurioka immer fair gegenüber ihr zu bleiben. Und dann seid ihr ausgerechnet der erste Kanal, wo versucht wird, wirklich alles Mögliche wegzustriken, egal wie banal das Ganze ist. Ob es der Twitch-Kanal ist oder ob es der Reaction-Kanal ist, wo man darüber aufklärt, weshalb man überhaupt
Kronk gebannt wurde. Oder weil man ein Kritikvideo zu Shoyoka und Kronk gedreht hat, wo die Kritik komplett berechtigt und offensichtlich ist. Dabei hat er nicht mal direkt auf ein Video von Shoryoka, sondern auf ein Video von KuchenTV reagiert. Und unter Influencern gilt es als sehr ekelhaft, wenn man sich gegenseitig Copyright strikt. Denn ganz ehrlich, jeder benutzt irgendwo Ausschnitte von jemand anderes oder reagiert auf Content. Und jemanden zu striken, um ihm die Existenzgrundlage zu nehmen, weil ganz ehrlich, die meisten Influencer leben davon, ist einfach nur ekelhaft. Was ich auch unangenehm fand, ist, dass Böhmermann selber auf seinen eigenen Beitrag reagiert, um die kritischen Punkte selber vorwegzunehmen. Damit will er sozusagen die Kritik, mit der er schon rechnet, ins Lächerliche ziehen. Aber das wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren, weil die Kritikpunkte halt valide sind. Daraus kann ich schlussfolgern, dass ihnen diese Kritikpunkte bewusst sind, sie sich aber trotzdem entschieden haben, so einen einseitigen und schlechten Bericht zu produzieren. Dann wollten sie noch in dem Beitrag KuchenTV kritisieren und haben ernsthaft eine Steam-Gruppe unter die Lupe genommen, die 2014 erstellt worden ist. Und wo KuchenTV auch lange inaktiv ist. Und hier denke ich mir einfach, gab es wirklich keine besseren Kritikpunkte, die man hätte recherchieren können? Ich meine, da arbeitet ein ganzes Team und selbst ich hätte bessere Kritikpunkte gegen KuchenTV gefunden. Zu der Steam-Gruppe hat sich Kuchen auch schon geäußert und sagt Folgendes. In diesem Beitrag geht es um meine Steam-Gruppe, die komplett inaktiv ist, die ich vor 10 Jahren gegründet habe und die nicht mal aktiv geführt wird. Und alles, was sie daran kritisieren, ist das Kürzel, was ich by the way auch schon geändert habe, und die Tatsache, dass irgendein Vollidiot diesen komischen Beitrag da mal reingepostet hat. Wirklich? Ihr habt KuchenTV als Gegner und das ist der Punkt, worauf ihr euch konzentriert? Ich kann einfach nicht mehr. Ja, Freunde, was soll ich zum Abschluss sagen? Ich finde diesen Beitrag einfach lächerlich. Was mich stört, ist diese lückenhafte Recherche bzw. Darstellung. Denn ich glaube schon, dass sie diesen Beitrag ausgewogener gestalten könnten, aber scheinbar war das nicht ihr Ziel. Aber ich verstehe schon, da kann man nicht mehr so gut diesen Frauenhass in der Gaming-Szene und diese toxische Männlichkeit framen. Ich finde es an der Stelle auch einfach nur schwach davon auszugehen, dass Shoryoka nur gehatet wird, weil sie eine Frau ist oder einen Gaming-Spielpreis gewonnen hat, obwohl das nicht mehr viel mit der Thematik zu tun hat. Sie wird wegen ganz anderen Dingen kritisiert. Als ob sie seit über einem Jahr gehatet wird, weil sie einen Spielpreis gewonnen hat, für den sich niemand juckt. Übrigens hat auch die Zeit einen Beitrag dazu auf Instagram gepostet und eines der Slides schreibt Folgendes. Bei der Hasskampagne gehe es nicht um Scholz als Person. Und hier denke ich mir, was ist eine Hasskampagne? Sie tun hier echt so, als würde man das alles planen, beziehungsweise als würden sich wirklich alle Influencer untereinander absprechen. Was ich persönlich nicht glaube. Es soll an ihr ein Exempel mit der Botschaft statuiert werden. Politisch unbequeme, laute Frauen haben in der Gaming-Szene nichts zu suchen. Ja, und das ist völliger Quatsch. Niemand juckt sich für Frauen oder ihrer politischen Meinung in der Gaming-Szene. Wie gesagt, sie wird wegen ganz anderen Sachen gehatet. Hier an der Stelle würde mich eure Meinung interessieren. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Lasst einen Daumen nach oben da, um den Kanal zu supporten. Und ganz wichtig, über ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Danke fürs Zuschauen.